Moin, willkommen zurück bei Gran Turismo 3 Aceback. Lang ist es her, seitdem wir wieder mal hier ein Let's Play gemacht haben, also warum mache ich das nicht direkt nochmal? Nein, ich meine, ich habe ein bisschen offline was gemacht, nämlich ich habe für den armen Mazda ein neues Getriebe gekauft, nämlich ein speziell angefertigtes Getriebe. Ja, durch dieses Getriebe ist es fähig, die Höchstgeschwindigkeit einzustellen. Und das hat unser Mazda jetzt. Ich kann euch das jetzt nicht mal zeigen, weil... Naja, wir hatten letztes Mal mit einem richtig schönes Topspeed-Problem zu kämpfen. Und das war ja richtig schön, nicht? Ja, sagen wir mal so, es war leider alles andere als cool und... nee. Deswegen habe ich mir endlich mal gesagt, komm, ändere mal den Topspeed, da kriegst du es besser hin. So, was wir allerdings auch hier vorhaben... Ich kann euch ja kurz mal zeigen, was ich im Topspeed gemacht habe. So. 3,360. Und wir haben jetzt ein 6-Gang-Getriebe. Nicht wahr? So. Lass uns mal endlich mal die Problembursche wieder ruckler. Alter, was ist denn jetzt los? Ja, wir beschleunigen etwas weniger. Oh, was ist denn jetzt los? Warum kommt da dieser ständige Mikrokuppler jetzt? So, 6. Gang und auf geht's. Ihr seht's. Geht mehr Höchstgeschwindigkeit. Aber ihr seht, das kriegen wir problemlos hin. 42 kann unmöglich die anderen Karren jetzt so schnell erreichen. Ja, ja. Oh Mann. Leider muss ich aber gezwungen sein, hier, falls für die Fälle irgendwas kommen könnte, natürlich hinten im Rückspiegel beobachten. Übrigens tut es mir ehrlich gesagt leid gestern wegen der Episode. Ursprünglich wurde geplant, eine Episode zu veröffentlichen, aber mir war leider der Themenbereich ein bisschen zu schwer, also musste ich ein bisschen warten. Ich musste ein bisschen eine Pause einlegen dafür. Also tut es mir ehrlich gesagt leid, dass wir die Episode nicht veröffentlichen konnten oder dass ich keine neue Episode gezeigt habe. Wow, Sekunden, weit weg. Wie schon gesagt, ich muss dafür mehrere Themen nochmal raussuchen und. Es braucht ein bisschen Zeit. Also, 24. Episode kommt noch. Keine Sorge. Und ich hoffe, ihr werdet geduldig sein. Ich muss nur ein paar Themen noch zusammenbringen. Weil ihr seht, die Episodenauswahl muss ja aus guten Themen stehen. Also nicht aus langweiligen Themen. So, ihr seht, wir sind zwar weit, aber sie holen auch gut nochmal nach. Okay, Mazda. Tu, was du nur tun kannst. Und zeig, dass du wirklich der Beste bist. Zweit 51, okay. Jetzt könnt ihr mir nicht sagen, dass die anderen Fahrzeuge mehr als 255 oder 260 insgesamt erreichen können. Sie kommen auf jeden Fall näher, aber nicht zu nah. Ich spule ein bisschen vor. Eieiei, die kommen richtig näher. So, aufhören mit dem Vorspulen. Ja, ich muss ein bisschen was vorspulen mit einer speziellen Taste. Normalerweise kann man das mit PlayStation 2 nicht, aber ich kann es trotzdem. Ich habe irgendwie so Spaß, nein. Ich muss ein bisschen Vorsprung, weil es ein bisschen langweilig wäre für das Video. Und die kommen irgendwie näher ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass es trotzdem, trotz dieses Getriebe, ein bisschen näher kommen. Aber es ist auf jeden Fall einfacher als im letzten Part. Im letzten Part hatten wir den richtigen Kampf, wo die uns richtig auf die Nerven gegangen sind und
Das war nicht schön anzusehen. Musste immer wieder versagen und versagen und versagen und... Nee, das ging irgendwann mal auch zu viel für mich. So, du kannst mir ehrlich gesagt nicht sagen, dass der SLK mehr als 250 drauf hat, in einem Basismotor von der C-Klasse. Oder der Opel Speedster oder die anderen. Das könnt ihr mir nicht sagen. Ich schaffe gerade einen richtig hohen Topspeed im Vergleich zu einem kleinen Cabrio. So, komm schon, Matze, halt jetzt durch. Nicht mehr lange, dann haben wir es hinter uns. Ja, mir ist leider auch aufgefallen, dass die KI leider herumcheaten kann. Also ich habe das auch mal gelesen im Forum, dass die KI in diesem Spiel leider ein bisschen unbalanciert ist und dass sie ein bisschen mehr herumcheaten kann. Also die ist nicht immer so im Regelbetracht. Sie hält sich nicht immer an den fairen Regeln. Also ist eine Gummiband-KI dafür da und die ist nicht schön. Also ich habe uns bei Gran Turismo ein bisschen besser gemacht, aber es war auch nicht ganz best. Ich bin generell kein großer Fan, wenn es darum geht, Gummiband-KI und solche Dinge zu machen. Also Need for Speed habe ich das noch wenigstens beziehen. Aber okay, wir haben es verstanden. Zum Glück. Aber in restlichen Spielen einfach nur Gummiband-KI einzubauen, ist es einfach nur nervig. Und das würde für mich, ehrlich gesagt, nur kotzen. So, wir haben 34.000. Das heißt wiederum, wir können jetzt was anderes machen. So, lass uns mal sehen, was wir diesmal als Auto kriegen. Natürlich ein Cabrio. Und zwar ein Mazda MX-5 der nächsten Generation. Wow. Den kann ich den Bau auch nicht kaufen. So, als nächstes könnten wir natürlich, was mir aufgeschlagen wurde, den Frontantrieb Challenge oder wir können die American Stripes machen. Ich guck mal nach, was wir für Frontantriebler im Verkauf haben. Und was wir generell vor allem... was ich mir generell holen würde. Mir ist aufgefallen, dass wir auch Honda-Autos kaufen können, nämlich zum Beispiel diese normale Type R und die Integra Type R. So, das könnten wir machen oder den Euro. Ja, ich muss mal gucken, was der für Leistungen hat. Der hat auch natürlich Frontantrieb. Der hat 220 PS, aber okay, dann gibt's noch ihm. Den Tigra. Wie viel wiegt er dann? So, 1080 Kilogramm. Dann gibt es noch den Accord. Und er wiegt ein bisschen mehr. So, da bin ich ein bisschen noch unschlüssig. Gehen wir jetzt zu USA. Und ich möchte mal gucken, was ich dort für ein US-Auto kaufen kann. Nebenbei hier, wenn ich die Integra kaufe, ist er teurer. Weiß auch nicht warum. Hat besticht. Der ist teurer. Wenn wir aber zu Chevrolet gehen, dann haben wir natürlich die Camaro. Dann haben wir die weitere Camaro und den Corvette Grand Sport. Ich muss mal gucken, ob der einen Kompressor oder einen Saugmotor hat. Ah. Ich glaube, ich habe das nächste amerikanische Auto gefunden. Camaro, was ist das? Keine Beschreibung. Die haben Beschreibung, ne? Aber die haben gar keine. Das ist irgendwie ein Fehler oder so. Okay, das ist doch ein Fehler. Aber das können wir nicht sagen, das ist dieselbe Schreibung ist. Das gibt's nicht, das ist doch. Okay, lassen wir mal die Beschreibung, bevor ich noch gleich ins Gesicht bekomme. Ja, ihr habt gesehen, wir haben noch ein anderes Army-Auto, speziell nämlich die SVT Cobra. Schon wieder keine Beschreibung. Alter, das gibt's nicht. Nee, ist kein Fehler. Nur die haben die Beschreibung einfach nicht. Das gibt's nicht. So, gibt's einen Kompressor? Nein, das Ding hat keinen Kompressor. Kostet aber 31.000 und... Also wie viel Leistung? 390 PS.
versuche erstmal die Japan-Challenge zu machen, also die Frontantriebler. Ja, das Gewicht haut mich um bei diesem Fahrzeug. Ich verstehe jetzt, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Das Ding hat mehr Leistung. Es hat wirklich mehr bessere Leistung. Außerdem ist es ein größerer Motor, hat einen 2,1 Liter Motor. Der Type R, der da, der hat 200 PS, hat einen 1,8 Liter Motor. Ist im Verhältnis schwerer, leichter. Nur ich weiß nicht, welches Auto ich nehmen kann. Ich speichere mal erst. Ich habe eine viel bessere. Ich speichere das erst und dann, wenn was passiert, starten wir natürlich neu. Nein. Wenn was ist, dann starten wir natürlich neu als Rückstatus. Ich habe vergessen zu speichern. Das ist ja wichtig eigentlich zu speichern. So. Ja. Ich glaube, ich werde mir den Integra holen. An sich habe ich nichts gegen Limousinen. Aber das Schwergewicht ist wieder das Problem. Vor allem wie die schöne Autowärme. So, da steht er da. Und da haben wir den Integra R. Ja. Ob sie es glauben oder nicht, der Integra ist für Straßen bestimmt. Er mag wie ein Rennwagen aussehen. Er mag beschleunigen wie ein Rennwagen. Er mag auf den Straßen liegen wie ein Rennwagen. Er ist aber ein Straßenwagen konzipiert worden. Er wird in den Staaten unter dem Namen amerikanischen Tochter Acura verkauft. Auch wenn er anderswo das Honda-Zeichen trägt. Mit seinem tiefgelegten Frontspoiler, mit einem riesigen Heckspoiler und dem 15 Zoll Leichtmetallring stellt der Type R sowas, als könne er direkt nicht erwarten, sein Können auf eine Rennstrecke unter Beweis zu stellen. Auch die Motor lassen sich eher mit vielen des Rennbetriebs nur mit der Zahl hergestellt und mit einem handfertigstellten erzeugten dieser 1,8 Liter Ventil, VTEC-Technologie und so viel Leistung pro Liter Hubraum. Okay, das möchten wir jetzt nicht da komplett vorlesen, aber wie wir in der Farbe ist normal weiß, so Blackbau, Million Red. Ach komm, nehmen wir weiß. Ja. Dankeschön. Ja. So. Dann gehen wir mal zur Frontantriebs-Challenge. Für alle, die Motorsport mit Frontantrieb versuchen wollen. Front Engine Front Drive Car Space. Bin mal sehr gespannt, wie sich die Integra fahren wird. Ob das jetzt sehr gut ist, ob das nicht sehr gut ist, das werden wir herausstellen. Wir haben auf jeden Fall recht interessante Gegner. Und ein hochdrehender Motor. Denn der VTEC-Motor ist ein hochdrehender Motor. Schon wieder klar, alte dieser Unschärfe. Naja. Ich könnte ja noch alles Mögliche für ein Auto versuchen, aber ich habe mich für dieses Auto allererst entschieden. Ach, nee, oder? Der Lupo ist kein Dirren-Auto, das ist ein Cup-Car. Leute, ist mir jetzt erst aufgefallen, guck mal, was wir vor uns haben. Das ist kein Serienauto, das ist ein kleines Cup-Car-Auto. Also diese, ihr wisst schon, die Dinger sind enorm schnell. Aber gegen meinen Integra konntest du nichts tun, weil mein Ding ist ja sowieso schon. Also dieser Lupo denkt sich, ich gebe mal richtig viel Leistung. Warum kommt jetzt auf einmal ein Lupo Cup Car auf einmal? Könnt ihr mir das bitte mal erklären, Gran Turismo? Das ist nicht fair. Ihr wisst schon, das ist kein Serienauto. Die meisten Autos als Gegner sind normalerweise Serienautos, aber nicht ein VW Lupo Cup Car.
So stark ist wie ein GTI, wie man dann gemerkt. Ach komm schon, ja, Gran Turismo, was soll das? Normalerweise würde ich jetzt im Spiel nicht als Cheaten unterstellen, aber das da ist jetzt wirklich zu viel, also mal bitte. Ein Rennauto Cup Car neben den Serienautos zu bauen, ja, das ist auch wirklich realistisch. Ist ja auch richtig fair. Nee, verschwinde, du wirst nicht Erster, kannst du ruhig vergessen, für Cheaten belohne ich dich nicht. Ich bin fairer, weil ich wenigstens ein Serienauto fahre. Vor allem nicht mal getuned, immer rangemerkt. Ja, die Tigra war ja auch eine richtig gute Wahl, was ich jetzt genommen habe. Hätte ich jetzt den Accord genommen, wäre ich jetzt zwar ein bisschen mehr leistungsfähiger, aber ich hätte dann arge Probleme. Das war jetzt mein Todesfutter, wenn ich jetzt diese Kurve vermassle. Ich hatte jetzt arge Probleme, das Gewicht zu verzögern. Nein! Oh, vergiss es. Denkt sich, ja, er möchte direkt vorne bleiben mit seinem Cup Car. Nee. Das ist nicht fair, Gran Turismo, wirklich nicht fair. Also, ich habe das ja bei der Toyota Yaris Challenge nicht verstanden, diese Logik. Wenn das Spiel einfach den Spieler mobben will, ja, ich baue einfach Serien Toyotas und sind schneller als die sportliche Variante. Nee, das könnt ihr nicht mit mir machen. Hier nicht und heute nicht. Und ich habe das jetzt fair gewonnen. So. Sorry, aber das muss sein. Das muss sein. So, ich krieg wieder 1500. Ja, super. Das Rennen hat sich ja wirklich gelohnt. Aber mal, wir kriegen Geld wieder zurück. Jetzt geht es zur Special Stage Route 5. Wenn die jetzt schon wieder mit dem Cup Car kommen, dann hau ich die Gran Turismo persönlich. Nein, trotzdem. Die lernen wirklich nicht aus ihren Fehlern. Gran Turismo, lass das! Die haben nebenbei Gran Turismo 4 das besser gemacht. Die haben wirklich alle Serien aus wie es seine Challenge getan. Aber was sie hier machen, das ist nicht zu beschreiben. Echt nicht. Guck mal, alle fahren fair mit Serienautos. Ich fahre auch ein Serienauto, aber nur der erste denkt sich, ja, ich nehme einen Cup Car einfach. Wie ihr seht, ich komme ihm trotzdem nah, weil der VW Lupo hat dann einfach nur die Hälfte von dem, was der Integra hat. Der wiegt zwar wenig, heißt es aber nicht, dass das Ding besser ist als der Integra, weil das Ding ist auch nebenbei auch ein Cup Car. Es ist ein Kurvenverhalten recht sehr gut manövrierbar, aber zum Thema Top Speed ist das Ding nicht sehr besser, weil ihr wisst schon, Rennautos und Top Speed sind nicht gerade die besten. Und trotzdem bin ich Erster. Einfach so. Warum denn nicht? So, du mit deinem Lupo Cup Car kannst du mich vergessen. Der Honda Acura Type R. Oder Integra, Entschuldigung. Der Honda Integra Type R. Man muss aber dazu sagen, dass der Type R an sich ja ein spezielles umgebautes Civic ist. Das ist eigentlich nicht komplette Neuentwicklung, auch der Motor stammt eigentlich vom Civic. Auch derselbe 1,8 Liter, der wurde nur ein bisschen verändert. Und Honda hatte sich bei diesen 90er Jahren gedacht, wir brauchen ein bisschen mehr Sportcoupés mit Frontantrieb. Um zu zeigen, dass wir auch mit hochdrehenden Motoren was machen können. Das haben die auch gemacht. Sie haben recht gute Fahrzeuge auf die Beine gestellt, aber nur einer von denen konnte sozusagen bei der Weiterentwicklung überleben, nämlich die Civic.
Die Civic war ja auch kostengünstiger und war sozusagen mehr bekannter als der Integra. Der Integra war deswegen bekannt, weil das mehr Tuner ist. Mehr als der Civic. Und da das sogar der Fall war, muss man auch dazu sagen, dass die Entwickler richtig großen Lob verdient haben, wie sie den Motor abgestimmt haben. Denn der Motor läuft richtig einsam an der Spitze. Ja, das Ding hat serienmäßig 200 PS und dreht richtig hoch. So, der Lupo kann das ruhig vergessen, der wird nicht erster. Nee, was ich sagen möchte, ist der VTEC-Technik von Honda, die in den 80er zum ersten Mal zum Vorschein kommen mit der Ventilregelung, ist an sich sehr sinnvoll für hochdrehende Motor und ironischerweise hatte das Ferrari auch schon mal die Idee mit dem hochdrehenden Motor, nämlich anstatt mit einer Regelung von Ventilen, haben sie einfach 5 Ventile reingemacht. Weil 5 Ventile taugen nur für hochdrehende Motoren. Damals hatte Ferrari auch Turbomotoren, aber die hatten auch hochdrehende Sauger. Und ja, deshalb wird sie bei dem Entwicklungstechnik vom Thema hochdrehende Motoren bei Honda bekannt. Ferrari allerdings blieb zumindest ein paar Dingen treu. Mittlerweile befinden sie jetzt wieder Turbos. Und ich muss dazu sagen, Respekt an sehr viele Entwickler, sehr viele Hersteller, die einfach wieder auf die hochdrehenden Motoren wieder zugreifen könnten. Weil Ferrari benutzt immer noch V12, ähnlich wie Lamborghini, hochdrehende Motoren. So. So, Honda, die benutzen jetzt zwar auch Turbotechnik in den hochdrehenden Motoren, mittlerweile ist das Witz wieder mal anders, die benutzen jetzt Turbotechnik. Aber Respekt, dass sie die stärksten Frontantriebler aufbauen. So, weiter geht's. Ja, Frontantriebler, das Thema wurde in Frankreich erfunden und in Deutschland zumindest. Ist allerdings für manchen Dingen nutzbar. Nämlich, dass das Ding im Verhältnis nicht rutschig ist. Und soll häufig eigentlich für Nutzkraftzeuge benutzt werden. Ist leider nicht wirklich der Fall eingetreten, erst späteren Jahren. Und Frontantrieb hat nur eine geringe Nutzung. Nicht immer. So, jetzt habe ich den Lupo erreicht. Hochdrehender Motor, gesagt 1000. Ja, Honda Motoren sind an sich zuverlässig. Die Dinger laufen richtig gut. Aber untersteuern leider, wegen dem Frontantrieb. Das ist genau das Problem, was Frontantriebler haben. Sie untersteuern richtig. Lupo, das kannst du ruhig vergessen. Du wirst nicht Erster. Nach dieser Methode, was du da machst. Also ein GTI, ja, hätte ich nichts dagegen. Das ist ein Serienauto, gibt es sogar wirklich. Lupo GTI. Ist noch ein schönes kleines Auto. Ist wendig und richtig gut. Aber wenn du mit einem Cup-Auto hier in diesem Rennen kommst, dann muss ich leider sagen, da bist du viel am Platz. Deswegen. Leid, aber Zweiter musst du dich genügend. Untersteuern des Todes. Ja, man muss auch dazu sagen, ich bin auch nicht gerade der Beste von den meisten Leuten, aber ja, ich bin auch nicht gerade sehr unfair. Also ich bin gerade bewusst, dass man das hier fairer nennen kann. Ich habe zwar ein overpowertes Auto, aber es ist wenigstens ein Serienauto und deswegen ist das für mich ein bisschen fairer. Ja, Problem Frontantrieb und das Steuern des Todes. Trotzdem, es macht mir einen gewissen Spaß, das Spiel zu Let's Play, vor allem mit euch Leute. Ich hoffe nur, dass ihr auch einen Spaß habt, weil ansonsten wäre es ja nicht ohne euch.
Vor allem die amerikanische Variante war so teuer, das lohnt sich nicht mal ansatzweise, das Ding zu holen. Nee, also wer sich einen Acura holt, der wird sich auch mal mit ein paar Scheinen richtig unterschätzt haben. Da ist die Honda-Ausstattung besser als die Acura. Obwohl das eigentlich dieselben Autos sind, die werden nur als anderer Hersteller vermarktet. Mit anderen Logo und so. Ist ja nicht so, dass das Ding komplett anders aussehen sollte. Das Ding sieht ja genauso aus wie das andere, nur mit einem anderen Logo. Der Lupo kommt aber richtig nah. Nein! Der Fehler, der mich meinen Sieg kosten würde. Nicht mit mir. Und trotzdem gewonnen. Ja, der Lupo ist nicht fair, wirklich nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ihr seht, die anderen Autos sind serienmäßig, der da nicht. So, 1500. So, und ich glaube, das war's für heute. Ich glaube, als nächstes werden wir danach die ja, ein pinker Jahres. Ich meine, die Legende des pinken Jahres. Ja, es gab's einen Witz, was Gran Turismo früher mal hatte. Nämlich, wenn du ein pinken Jahres fährst, bist du automatisch schnell. Das ist normalerweise nicht realistisch. Egal, ich speichere mal und wir sehen uns im nächsten Part. Okay, Leute, tschüss.